Lijep pozdrav, dragi moji, dragi moji, dobrodošli u još jednu lekciju na ovom kanalu. U današnjoj lekciji nastavljamo da prevodimo rečenice u kojima se nalaze riječi i sve one fraze koje su nam potrebne za nivo A1. Prva rečenica koju danas prevodimo, radite u paru. Raditi naravno prevodimo sa arbeiten, a raditi u paru ćemo prevesti sa izrazom zu zweit arbeiten. I naravno, upotrijebit ćemo imperativ, pa ćemo da kažemo arbeiten Sie zu zweit. Arbeiten Sie zu zweit. Česta rečenica koju ćete čuti na kursu ukoliko neki kurs njemačkog pohađate. Telefon je samo za posao. Molimo vas da ne telefonirate privatno. Dakle, posao, imenica, Arbeit, die Arbeit. Da vidimo kako bi glasila prva rečenica. Das Telefon ist nur für die Arbeit. Dakle, für die Arbeit, samo za posao. Molimo vas da ne telefonirate privatno. Dakle, telefon je koristite u privatne svrhe. Bitte telefonieren Sie nicht privat. Dakle, das Telefon ist nur für die Arbeit. Bitte telefonieren Sie nicht privat. Sviđa mi se posao. Upotrijebit ćemo glagol gefallen. Tako je. Die Arbeit gefällt mir gut. Naravno, mogli smo mi reći i samo die Arbeit gefällt mir. I to je sasvim dobro, sasvim dovoljno. Ukoliko želite naglasiti vam se baš sviđa, da možete dati to još gut ili sehr gut. Naravno, vi ste umjesto ovoga die mogli upotrijebiti meine Arbeit. Dakle, moj posao mi se sviđa. Dakle, sviđa se meni, kome čemu, naravno, dativ, mir. Mislim da je moj posao super. Upotrijebit ćemo glagol finden, dakle, smatrati. Ich finde, koga šta, akuzativ, imenica ženskog roda, e. Ich finde meine Arbeit super. Dakle, s na početku čitamo kao z. Ich finde meine Arbeit super. Šta ona misli o svom poslu? Kako ćemo to prevesti? Wie findet sie? Dakle, što ona misli? O kome? O ihre Arbeit. Dakle, o svom, o njenom poslu. Wie findet sie ihre Arbeit? Radim svakoga dana od prilike 19 sati i uvijek dođem kući tek u 20 sati. Za uručenje sigurno treba malo više vremena da se prevede, zar ne? Da se to sve posloži. Ich arbeite jeden Tag, dakle svakoga dana, jeden Tag, bis circa 19 Uhr, dakle do otprilike, bis circa 19 Uhr und komme immer erst, dakle naglašamo tek dolazimo, 20 Uhr nach Hause. Znamo već da sa glagolom kommen koristimo sa Hause, koristimo nach Hause kommen. Idemo još jednom. Ich arbeite jeden Tag bis circa 19 Uhr und komme immer erst 20 Uhr. Uhr nach Hause. Radim kod kuće, ili kako smo mi rekli, radimo od kuće. Ich arbeite zu Hause. Da. Ich arbeite zu Hause. Ne radim samo nedjeljom. Nur am Sonntag arbeite ich nicht. Nur am Sonntag arbeite ich nicht. Moj broj na poslu je
Gab schon presto na post. Bei der Arbeit. Takoe. Dakle, meine Nummer bei der Arbeit ist. Imamo der, zato što bei zahtjeva dopunu u dativu. Takoe. Imala sam puno ili malo posla. Potrebit ćemo prošlo vrijeme glagola imati. Ich hatte viel Arbeit. Oder ich hatte wenig Arbeit. Ona često jede na poslu za kompjuterom. Evo, barem dvije korisne fraze. Er ist, ne ist, već ist, isto kao iz gornog glagola sein za treće lice jednine. Dakle, er ist oft bei der Arbeit, to smo već naučili, i za kompjuterom am Computer. Am Computer, ok? Dakle, er ist oft bei der Arbeit am Computer. Imam puno posla i, nažalost, nemam vremena za odmor. Ich habe viel Arbeit und leider keine Zeit für Urlaub. Ich habe viel Arbeit und leider keine Zeit für Urlaub. Dakle, ovdje smo izbacili habe, jer je riječ o istom subjektu, istom glagolu, zbog toga to možemo da uradimo. Ne bih da vas ometam u poslu, ali možete li mi pomoći, molim vas? Korisna rečenica kada ste na poslu. Ich will Sie nicht opet bei der Arbeit stören. Ich will Sie nicht bei der Arbeit stören. Ali možete li mi pomoći, molim vas? Aber können Sie mir bitte helfen? Pomoći kome čemu? Meni. Dativ, glagol helfen, zahtjeva dativ. Ich will Sie nicht bei der Arbeit stören, aber können Sie mir bitte helfen? 1. Maj se još zove Dan rada. Der 1. Maj heißt auch Tag der Arbeit. Dakle, der 1. Maj heißt auch Tag der Arbeit. Jeste li već našli neki posao? Haben Sie schon eine Arbeit gefunden? Haben Sie schon eine Arbeit gefunden? Ko traži posao? Wer sucht eine Arbeit? Ili, kao drugu varijantu riječi posao, možete upotrijebiti englesku riječ job, koja je u njemačkom jeziku imenica muškog roda, pa ćemo zbog toga imati dopunu u obliku einen job. Dakle, wer sucht eine Arbeit? Oder wer sucht einen job? Što morate na svom poslu? Što morate raditi na svom poslu? Was müssen Sie bei Ihrer Arbeit? O, super, samo zbog toga imamo oblik Ihrer, pisano velikim početnim slovom. Was müssen Sie bei Ihrer Arbeit? Ili što ne smijete na svom poslu? Što vam nije dozvoljeno? Glagol dürfen. Was dürfen Sie nicht bei Ihrer Arbeit? Was dürfen Sie nicht bei Ihrer Arbeit? Što radiš prije posla? Prije posla, bitna fraza. Was machst du vor der Arbeit? Was machst du vor der Arbeit?
u 8 sati sam na poslu. Um 8 Uhr bin ich bei der Arbeit. Ili ich bin um 8 Uhr bei der Arbeit. On mora na poslu nositi odijelo. Er muss bei der Arbeit einen Anzug tragen. Er muss bei der Arbeit einen Anzug tragen. Nakon vikenda posao je tako težak. Složite se, zar ne? Nach dem Wochenende. Nach dem Wochenende ist die Arbeit so schwer. Nach dem Wochenende ist die Arbeit so schwer. Nekada mu je posao dosadan. Er findet seine Arbeit manchmal langweilig. Dakle, on smatra nekada svoj posao dosadnim. Er findet seine Arbeit manchmal langweilig. Radim u bolnici. Misli se na neku određenu bolnicu i zbog toga koristimo im, što je kombinacija prijedloga in i određenog člana dem, oblika za dativ, imenica muškoga roda. Ich arbeite im Krankenhaus. Radim u jednom vrtiću, dakle jednom, nekom neodređenom vrtiću. Ne smo neki određeni. I zbog toga koristimo neodređeni član ein, koji isto tako evo dobiva oblik za dativ. Ich arbeite in einem Kindergarten. Ich arbeite in einem Kindergarten. Već 3 godine radim kao kuhar. Ich arbeite seit 3 Jahren als Koch. Ich arbeite seit 3 Jahren als Koch. Gdje ste već radili? Wo haben Sie schon gearbeitet? Wo haben Sie schon gearbeitet? Šta ste radili? Evo pitanje koje možda mogu postaviti kada ste na intervju za posao. Was haben Sie gearbeitet? Was haben Sie gearbeitet? Radila sam kao konobarica u jednom kafiću. Ich habe als Kellnerin in einem Café gearbeitet. Ich habe als Kellnerin in einem Café gearbeitet. Jesi li radio danas? Hast du heute gearbeitet? Hast du heute gearbeitet? I prelazimo na sljedeći glagol. Glagol razumjeti. Verstehen. Tako je. Verstehen. Ne razumijem vježbu. Evo rečenice koje je korisno ukoliko pohađate kurs njemačkog. Ich verstehe die Übung nicht. Ich verstehe die Übung nicht. Moj njemački je bio loš. Nekada nisam razumjela mušterije. Mein Deutsch war schlecht. Mein Deutsch war schlecht. Ich habe die Kunden manchmal nicht verstanden. Dakle, evo ga particip glagola verstehen, verstanden. Mein Deutsch war schlecht. Ich habe die Kunden manchmal nicht verstanden. Prelazimo odmah na sljedeći glagol. Glagol verstehen toliko se i ne upotrebuje, zbog toga imamo tako malo primjera.
Rođena sam u Minhenu i živim također ovdje. Dakle, živjeti. Leben, naravno. Ich bin in München geboren. Ich bin in München geboren und lebe auch hier. Dakle, korisna rečenica za vas, da negdje zapišete. Ich bin in, pa napišete ime mjesta, grada u kojem ste rođeni, geboren. I imate već rečenicu koju možete upotrijebiti za sebe. Ich bin in München geboren und lebe auch hier. Živimo u Švicarskoj. Wir leben in der Schweiz. Švicarska je jedna od malog broja zemalja sa kojim morate upotrijebiti određeni član i reći in der Schweiz. Već dugo živim ovdje u Freisingu. Ich lebe schon sehr lange hier in Freising. Ich lebe schon sehr lange hier in Freising. Trenutno živim u Erdingu. Zurzeit, dakle trenutno, zurzeit lebe ich in Erding. Zurzeit lebe ich in Erding. Otkad živite u Erdingu? Otkad? Seit wann? Seit wann leben Sie schon in Erding? Seit wann leben Sie schon in Erding? Moji roditelji ne žive u Njemačkoj, žive u SAD-u. Meine Eltern leben nicht in Deutschland. Sie leben in den USA. Dakle, u SAD-u, in den USA. I to je još jedna zemlja pored Švajca koja moramo upotrijebiti određen član. S tim što za Švajc kažemo India, Švajc, a za Sjedinjene Američke Države kažemo in den USA. Dakle, meine Eltern leben nicht in Deutschland, sie leben in den USA. Tamo živi i moja sestra. Dort lebt auch meine Schwester. Ili meine Schwester lebt auch dort. Ali smo ovdje dort stavili na početak jer želimo naglasiti to tamo. Dort lebt auch meine Schwester. Larini roditelji ne žive zajedno, oni su rastavljeni. Laras Eltern leben nicht zusammen. Sie sind geschieden. Laras Eltern leben nicht zusammen. Sie sind geschieden. Gdje si ti živio? Wo hast du gelebt? Dakle, Partizip gelebt. Wo hast du gelebt? Moj muž je kao dijete živio u Njemačkoj. Mein Mann hat in Deutschland als Kind gelebt. Mein Mann hat in Deutschland als Kind gelebt. Prelazimo na posljednji glagol za danas, glagol sagen. Doktor kaže da trebam uzeti tablete protiv bolova. Nećemo sada prevoditi ove rečenice sa das, koristit ćemo varijantu koja je pogodnija za ovaj nivo. Der Arzt sagt. I samo nastavimo dalje. Ich soll Schmerztabletten nehmen. Der Arzt sagt, ich soll Schmerztabletten nehmen. Doktor je rekao da trebam ostati u krevetu. Dakle, prošlo vrijeme, particip nam treba. Der Arzt hat gesagt, ich soll im Bett bleiben. Der Arzt hat gesagt, ich soll im Bett bleiben. Doktor kaže da ne bi trebao baviti se sportom.
Der Arzt sagt, du sollst, Rugulizedine sollen, du sollst keinen Sport machen. Der Arzt sagt, du sollst keinen Sport machen. I, šta je rekla doktorica? Trebaš li ostati u krevetu? Ne, ali trebam utopliti vrat. Vidjet ćemo za utopliti vrat. Njemci koriste izraz držati vrat toplim u tom nekom smislu. Ok, ićemo prevesti sa na. Was hat die Ärztin gesagt? Na, was hat die Ärztin gesagt? Trebaš li ostati u krevetu? Sollst du im Bett bleiben? Sollst du im Bett bleiben? Ne, ali trebam utopliti vrat. Nein, aber ich soll meinen Hals warm halten. Dakle, warm halten. Održavati toplim, držati toplim, ili smo rekli utopliti. Na, was hat die Ärztin gesagt? Sollst du im Bett bleiben? Nein, aber ich soll meinen Hals warm halten. Možete li mi molim vas reći kako da dođem odavde do univerziteta? Iz prethodne lekcije trebate znati koji je predlog gde za univerzitet. Bitte können Sie mir sagen, dakle reći meni, kome ćemo, bitte dativ. Wie komme ich von hier zur Universität? Da. Bitte können Sie mir sagen, wie komme ich von hier zur Universität? Recite gospodinu Majeru da treba doći kod mene u kancelariju. Sagen Sie Herrn, kome čemu, dativ, zbog toga moramo imati sada novo Herr, moramo imati ovaj nastavak N. Sagen Sie Herrn Meier, er soll bitte in mein Büro kommen. Sagen Sie Herrn Meier, er soll bitte in mein Büro kommen. Gospođa kaže da njen muž više ne čuje dobro. Die Frau sagt, ihr Mann hört nicht mehr gut. Die Frau sagt, ihr Mann hört nicht mehr gut. Koliko ćete trebati za opravak, odnosno popravak? To vam ne mogu reći. To vam ne mogu reći. Vrlo korisna fraza koju možete upotrebiti u mnoštvu različitih situacija. Wie lange brauchen Sie für die Reparatur? Wie lange brauchen Sie für die Reparatur? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Reci mi, sviđa li ti se sladoled? Koju ćemo riječi upotrebiti su koji glagol za ovo sviđat se? Jer govorimo nečem što jedemo. Schmecken, tako je, šmekati. Sag mal, schmeckt dir, dakle opet dativ, kome ćemo, dir das Eis? Sag mal, schmeckt dir das Eis? Vrlo neformalno. Sag mal, reci mi. Reci mi, koje vježbe trebamo da radimo? Evo, pitate nekoga na kursu njemačkog. Sag mal, welche Übungen sollen wir machen? Sag mal, welche Übungen sollen wir machen? Koliko dugo nisi vidio svoju porodicu? Koliko dugo, naravno, wie lange? Wie lange hast du deine Familie nicht gesehen? Wie lange hast du deine Familie nicht gesehen? Jesi li vidio
našeg psa. Vidjeti koga šta, naravno, akuzativ. Hast du unseren Hund gesehen? Hast du unseren Hund gesehen? Jesi li vidjela majnu haljinu? Veoma dobro joj stoji. Hast du Majas Kleid gesehen? Hast du Majas Kleid gesehen? Das steht ihr sehr gut. Dakle, das Kleid steht, stajati kome čemu? Dativ, ihr sehr gut. Dakle, hast du Majas Kleid gesehen? Das steht ihr sehr gut. I Erik dolazi na Majin rođendan. Dugo ga nisam vidjela. Erik kommt auch zu Majas Geburtstag. Dugo ga nisam vidjela. Ich hab ihn, koga šta, akuzativ njega, lange nicht mehr gesehen. Ovo mehr smo dodali da bismo naglasili da ga nismo vidjeli od nekog određenog puta, okay. I da vi kažete ich hab ihn lange nicht gesehen, to je sasvim ispravna rečenica. Dakle, Erik kommt auch zu Majas Geburtstag. Ich hab ihn lange nicht mehr gesehen. Zdravo, Maja. Zdravo, Erik. Dugo vas nisam vidjela. Šta ima? What's up? Hallo, Maja. Hallo, Erik. Dugo vas nisam vidjela. Ich habe euch, dakle vas, ich habe euch schon lange nicht mehr gesehen. Kako ćemo prevesti ovo šta ima? Was macht ihr so? Dakle, šta inače radite? Mi kažemo šta ima. Šta se dešava? Šta ima? Hallo Maja, hallo Erik. Ich habe euch schon lange nicht mehr gesehen. Was macht ihr so? Was macht ihr so? Ovaj film moraš gledati. Super je. Ja sam ga gledao već dva puta. Den Film oder diesen Film musst du sehen. Dakle, du musst den Film oder diesen Film sehen. Dakle, tako je, akuzativ. Samo što smo zamijenili mjesta. Nije neobičajno da ako subjekat imate iza glagola, a da objekat, odnosno akuzativ imate na početku rečenice. Er ist super. Er zamjenjuje imenicu muškog roda der Film u poziciji subjekta, zato je er. Er ist super. Ja sam ga gledao već dva puta. Njega ćemo prevesti sa ihn. Tako je. Ich hab ihn, misli se na film, schon zweimal gesehen. Dakle, den Film oder diesen Film musst du sehen. Er ist super. Ich hab ihn schon zweimal gesehen. I to je posljedna rečenica koju smo imali za današnju lekciju. Nadam se ste i danas naučili nešto novo i korisno. Moj vam je savjet, klipove ovoga tipa puštajte sebi što više možete, nekad napravite malo dužu pauzu, pa onda ih iskoristite da se testirate, dakle testirate koliko ste toga naučili. Toliko za sada, ja vas sve lijepo pozdravljam i nadam se da se vidimo uskoro.